Ein kleines Mädchen steht in der Eislaufhalle und blickt gebannt auf die Eisfläche. Dort läuft Gerhard, die grazilste Gazelle Ghanas, wie er seit seinem ersten Weltmeistertitel von der Presse genannt wird. Er gleitet dahin schwerelos, er fliegt über das Eis, er lässt seine Zuschauer an allen Gesetzen der Schwerkraft zweifeln. Er hebt den langen Hals, dann ein Bein, ein zweites, ein drittes. Nur noch auf einem Bein wirbelt er über das Eis. Nun macht er eine Pirouette, dreht sich immer schneller um sich selbst, schneller, schneller, den Kopf zur Decke gereckt. Dem Mädchen schwindelt allein beim Zuschauen. Noch schneller, er hebt ab wie ein Propeller, dreht er sich senkrecht in die Luft, steigt immer höher, entschwindet dem hypnotisierten Blick des Mädchens. Einige Sekunden hält es inne, dann rennt es zum Ausgang und schreit: Mama, Mama, Gerhard kann fliegen! Gerhard steht auf einem unter dem Dach gespannten Drahtseil, lächelt mild und vollführt völlig unbeobachtet einen zauberhaften Seiltanz.